Hallo liebe Campingfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute soll es darum gehen, dass ich euch nochmal den Bettausbau zeige und euch zeige, was für ein Raumwunder mein Caddy ist. So, wir legen mal los. Ihr merkt schon, es ist ein bisschen laut hier, aber ich denke, das wird trotzdem gehen. Ihr kennt noch mein Bett. Ich zeige euch das nochmal. Hier unten drunter ist das Lattenrost, was einschiebbar ist. Und wir wollen jetzt mal schauen, wie viel Platz ich habe, wenn ich das ganze Teil jetzt einschiebe. Dazu muss ich natürlich erstmal die Matratzen auf die eine Seite packen. Aber das geht ganz schnell. Die liegen ja ganz locker drin. So. Da haben wir das erste schon mal. Dann würde ich mir mal die eine Seite reinschieben. Das geht auch ganz fix. Da ich mir das Bett ja geteilt habe in zwei Teile, muss ich nicht ein großes Teil reinschieben, sondern kann hier eine Seite. Und dann steige ich nochmal rein. Die zweite Seite lässt sich auch ohne Probleme reinschieben. Moment. Zack. Okay. Das heißt, ich habe jetzt hier ein bisschen Platz, um Dinge zu lagern, Campingstühle, ähnliches. Aber ich habe mir natürlich dabei gedacht, da ich gerne mit Fahrrad verreise und ja auch einen Hund habe, der gerne mit auf meine Campingtouren kommt, brauche ich unbedingt mein Fahrrad. Das habe ich hier stehen. Ja, das ist ein kleines Fahrrad, 26 Zoll, hat hier diesen Fahrradkorb mit dran. Und das soll jetzt hier in meinen Caddy passen. Jetzt werdet ihr gleich sehen, was für ein tolles Raumwunder der Caddy ist. So, das geht auch ohne Probleme, ganz alleine. Zack, Fahrrad wird reingeschoben. Ich gehe nochmal auf die Seitentür, um das Rad ein bisschen zu verstellen. Genau, das wird einfach hier ein bisschen angeschrägt. So, Klappe zu. Und tada, ihr seht, mein Fahrrad passt herein. Das ist das, was ich mir immer erträumt habe. Vorher hatte ich ja einen Gepäckträger auf dem Dach. Das war ja nicht so günstig für mich. Und ich habe immer da überlegt, ob ich mir vielleicht doch nochmal eine Hängerkupplung anbaue. Die kostet allerdings 500 Euro. Und so ein Fahrradgepäckträger kostet dann auch nochmal 200. Das wären ja ungefähr 700 Euro. Und mit meinem neuen Bettausbau passt mein Fahrrad in das Auto. Sehr gut. Das finde ich richtig klasse. Ist optimal für meine Reisen. Und ich denke, das ist wirklich eine schnelle Variante. Zur Not habe ich immer diese Plane dabei, um doch noch ein bisschen die Matratzen abzudecken, damit nicht alles ganz so schmutzig wird. Aber es ist Platz. Und hier passen theoretisch noch die Campingstühle rein. Und hier könnte ich sogar noch ein paar Anziehsachen verstauen. Also, jede Menge Platz. Der Caddy hat absolut gewonnen. Mit dem neuen Bettausbau ist richtig viel Platz. Und das freut mich. Ja. Das war's eigentlich schon. Ich begrüße euch und verabschiede mich. Bis bald. Tschüss.